haben. Wir haben jetzt endlich alles am Laufen und viel Spaß über den Vortrag mit den verschlüsselten E-Mails für die Erde. Für John Andrews, Mexico and Ivan Hendershop, Path. Okay, dies ist der Moment, auf den Sie alle gewartet haben. Die hässlichste Präsentation des ganzen Camps. Das ist diese Seite. Es ist über eine schlimme Wirklichkeit. Und das ist 25 Jahre lang. 25 Jahre nachdem OpenPGP im Internet zum ersten Mal veröffentlicht wurde, haben wir so gut wie keine Nachrichten, die end-to-end verschlüsselt werden. Das ist ein massiver Fehler unserer Gesellschaft. Und das ist, diese Präsentation ist darüber, dass wir verstehen können, wie so ein großes Fehler passieren könnte und was diese unterschiedlichen Bereiche sind, wie wir das reparieren können. Wir werden jetzt darüber reden, wie wir zu diesem komplizierten Platz gekommen sind. Meskio wird über die technischen Aspekte reden. Gus Andrews von Einfach Sicher wird die Benutzbarkeitsaspekte beschreiben und wird über die Wachstumseffekte reden. Im Endeffekt, wir können nicht sagen, dass ein kompletter Fail ist. Viele große Projekte wurden seit Snowden veröffentlicht. Und das Einzige, was wirklich passiert, ist Enigma GPG. Aber es gibt auch noch viele andere, wie zum Beispiel Leap Encryption Access Process, die den Schlüssel vereinfacht. Es gibt MailPile, es gibt Pixelated, es gibt Experimental Pond. Und das bestbenutzbare, aber nicht mehr E-Mail, ist Signal bzw. TextSecure. Es gibt viele gute End-to-End-Produkte, aber wir müssen darüber reden, warum diese ganzen Nachrichten nicht von sich PGP verschlüsselt werden. Es ist nicht, dass es bei Design ist, aber es hat einfach nicht passiert. Viele dieser Verschlüsselungsmechanismen wurden veröffentlicht, kurz nachdem TCP/IP veröffentlicht wurden. So wurde PGP, also Public Key Diffie-Hellman, kurz nach TCP veröffentlicht. Und OpenPGP nur ein Jahrzehnt, nachdem E-Mail oder SMTP veröffentlicht wurde. Und es ist natürlich möglich, dass die NSA versucht hat, diese End-to-End-Verschlüsselung zu unterbinden. Natürlich hat die NSA Diffie-Hellman hatte, obwohl, bevor Diffie-Hellman es veröffentlicht hatte, bevor das Internet wirklich die Öffentlichkeit erreicht hat. Aber der Fakt ist, was wir haben, was wir machen müssen, wir mussten diese Verschlüsselung, nachdem wir die große Veröffentlichung von Produkten hatten, und mussten wir das daran bauen. Wir hatten es aber schon vor Snowden. Und so gut wie jedes Protokoll hatte eine Art von Kryptographie, die nur so dazugeschustert wurde, die einfach nur draufgeklebt wurde. Und das wurde erst gemacht, nachdem es wirklich entwickelt war. Aber das Problem, das wir jetzt haben, ist, dass diese Protokolle entwickeln, ist kompliziert. Und in der Ende der 90er wussten wir einfach noch nicht, wie Protokolle zu entwickeln sind. Die Ideen, die Leute hatten, über da, wie computational power, also wie stark die Computer sind, wie intelligent die Leute sind oder wie Politiker arbeiten, waren völlig falsch und wir hatten eine komplett andere Idee, wie wir das zeigen können. Und darum sind sehr unterschiedlich gute Protokolle vorhanden. Und wir haben viele Algorithmen, zum Beispiel RSA, ist immer noch öffentlich, aber es ist nicht gut. Und in vielen Fällen, es wird versucht, diese Protokolle zu updaten. So zum Beispiel gehen wir von RSA zu Elliptic Curve.
Aber wir brauchen immer noch ein bisschen Backwards-Kompatibilität oder Upgrade-Kompatibilität, weil wir nicht wissen, wie es in 10 oder 20 Jahren ist. Wir wissen nicht, wie es aussehen wird, aber in vielleicht 10 oder 20 Jahren wird Quantencomputer möglich werden. Und wir müssen darüber nachdenken, wie wir post-quantum-kryptologische Protokolle in unsere Protokolle bringen. Es ist egal, welche Protokolle wir in unserem Produkte bringen, ist, wenn das Protokoll von Anfang an problematisch ist. Das ist jetzt das Triple Handshake Problem. Und es ist interessant, dass es so gut funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Aber wenn man die Kryptographie später dazu führt, dann öffnet man sich natürlich aufgrund der Komplexität einer großen Menge von Angriffspunkten. Und obwohl wir jetzt im 21. Jahrhundert verstehen, wie kryptografische Protokolle entwickelt werden können, verstehen wir immer noch nicht, wie wir Protokolle entwickeln können, die die Privatsphäre schützen. In der alten Privatsphäre haben wir einfach nur rumgeschmissen mit Informationen. Wir sehen mehr und mehr Probleme damit. Und sogar in neuen Softwareprodukten, wie zum Beispiel TextSecure, die ist eine der besten Nach-E-Mail-Protokolle, gibt, veröffentlichen wir immer noch die Telefonnummern von Leuten in Multi-User, in Mehrfachbenutzer-Chats. Viele der unsicheren nicht verschlüsselten Netzwerke ist, weil dass sie nicht zentralisiert waren. Aber im Moment in der Nach-E-Mail-Entwicklung, wo wir die Möglichkeit haben, diese Sicherheit richtig zu machen, wird nicht dezentralisiert. So enden wir in end-to-end verschlüsselten Silos, wo wir nicht miteinander gut reden können. Also, bevor wir über diese ethischen Probleme reden, wenn Sie diese Probleme wirklich lösen wollen, wenn wir die Gesellschaft, hat das hier Probleme gemacht. Also, jeder macht eigene Protokolle, keiner redet miteinander. Aber es gibt ein paar Probleme, wo wir nicht wirklich standardisieren können. Moderne Kryptographie oder PGP gibt es unterschiedliche Versuche, neue Protokolle und JavaScript-Möglichkeiten zu machen. Und es gibt eine große Debatte über die Regeln und wir wollen nicht die Massenüberwachung lösen nur durch neue Protokolle, aber wenn wir versuchen, das Ganze ordentlich zu machen. Viel Spaß. Okay, großartig. Ich würde jetzt gerne über die E-Mail reden. Es sind jetzt insgesamt schon über 25 Jahre her, dass PGP erfunden wurde. Wir sind immer noch eine ganz verschwindend kleine Minderheit, die sicher kommuniziert. Es sieht eigentlich so aus, als wären wir weit gekommen, aber wir sind es nicht. Und die Frage ist, wie man Kryptographie allen zugänglich macht. Es gibt einige Probleme bei OpenPGP. Es gibt große Metadatenlöcher. Die Frage ist, wie man mit der Metadaten umgeht. Beispielsweise gibt es das Web of Trust, also ein Netz des gegenseitigen Vertrauens, womit man seine Keys signieren kann, damit man weiß, von wem der Key wirklich stammt. Es gibt Heather's SMTP. Die alle E-Mails in Klartext verwandeln. Es ist sehr wichtig, dass wir Protokolle haben, dass die Datenschutz bewahren. Also zum Beispiel OpenPGP macht das nicht. Und
die Key Management, die Schlüsselbehandlung, die Leute verstehen nicht, wie diese Schlüssel zu benutzen sind. Und das ist ziemlich schwieriges Problem zu verstehen, wie das ganze öffentliche und private Schlüssel zusammenarbeiten. Und es ist sehr schwierig zu lernen. Und E-Mail ist kaputt und wir können es nicht lösen. Und ich bin nicht sicher, wie viel eigentlich, wie diese Projekte nutzen BGP oder ist das ein Problem des OpenBGP oder ist es ein Problem der Implementierung, die wir jetzt haben? Ich liebe dieses Projekt, die versuchen. Er hat gerade Probleme mit seiner Stimme. Und wer dafür applaudiert. Natürlich. Ich liebe diese Projekte, die versuchen, diese Nachrichten zu schicken, neu zu erfinden. Und wir brauchen das, aber das echte Problem ist, dass Menschen nutzen E-Mails und wir können nicht noch eine E-Mail-Lösung. Es wird ein sehr schwieriges Problem, um die Menschenmasse dazu zu bewegen, was anderes zu nutzen. Und wir können es wahrscheinlich nicht lösen oder es verbessern. Aber das ist sehr, sehr viel Aufwand, gerade in sehr viele Projekte, um das zu verbessern. Und das könnte sich lohnen. Wir wollten manche Probleme noch Bescheid geben. Und zwar Sachen, die sich verbessern werden können. Also wie man die Schlüssel handelt. Es gibt sehr, sehr viel Probleme mit diesen Benutzbarkeitsprobleme für den Clients, für die Kunden oder für die Endnutzer mit den Key Management, also mit den Schlüsselsmanagement. Wir sind jetzt in einem Kryptokrieg in einer bestimmten Art und Weise, wo für mich ist es eigentlich die meisten Probleme sind Probleme, die mit E-Mails und Key Management sind. Auch wie findet man also die Verfügbarkeit? Das ist alle diese Probleme sind gemeinsam zu alle Plattformen und wir haben sehr viele Geräte, die sich verbinden zu den gleichen Sachen und die neuen Protokolle haben Probleme, diesen alles zu verbinden und E-Mails funktioniert und aber dann haben wir ein Problem: Wie komme ich an die Schlüssel ran? Oder wie komme ich an meinem E-Mail oder wie rette ich die Mails, wenn wir das Gerät verlieren? Also ich glaube, das Kommunizieren ist ist die Grundlage von Nachrichten schicken und Forward Secrecy, das ist das und das sind sehr schwierige Probleme zu lösen. Metadaten. Also sogar Whisper Systems hat damit Probleme. Also Gruppennachrichten, öffentlichen Kryptographie, also öffentliche Kommunikation ist die ganze Kryptoprotokolle, die wir haben, sind dafür gemacht, eine Person mit einer anderen. Und wie finden wir eine Lösung, um Protokolle zu machen, die funktionieren für Gruppen? So, es ist wahr, wir haben sehr viele Probleme, die sehr schwierig sind. Ich glaube nicht, dass es spezifisch zu E-Mail ist. Oder für... Also sehr viele Leute versuchen, das zu verbessern. Und es gibt zum Beispiel dieses wunderschöne Projekt namens Memory Hole, der arbeitet auf Verstecken von den Headers und Verstecken von Metadaten und den Header verschlüsseln, wenn man die unterschreibt. Ich glaube nicht, dass Sie das nicht sehen können, aber guckt nach Memory Hole und das ist ein sehr schönes Projekt. Es ist
Es nutzt die Kräfte von sehr vielen verschiedene Clients wie Enigmail oder Leap und die arbeiten zusammen auf diesem Projekt. There is Conix, es gibt Conix, das ist ein Forschungsprojekt um die Authentifizierung von Schlüsseln durch Zertifizierung von durch Providers. Dadurch, dass man die Providers können tatsächlich unterschreiben und das kann man auch vertrauen für verschiedene Leute. Und es wird künftig, sollte es die Suche vereinfachen, bekommt man die richtige Schlüssel für den richtigen Person. Es gibt auch sehr viele Leute, die E-Mail-Sicherheit implementieren, wie zum Beispiel Leap oder Mailpile. Die denken sehr viel über, wie macht man einfach zu nutzen. Whiteout ist auch da und macht sehr schöne Sachen. Sie machen Plugin für etwas, was ich nicht kenne. Man kann die Schlüssel synchronisieren zwischen verschiedenen Geräte. Und okay. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Es ist ziemlich klar, dass viele Sachen auf dem Camp zu tun sind. Also es ist sehr schön, so viele Leute hier zu sehen. Ich bin Gus Andrews. Ich bin aktuelle einer der Simply Secure Folgender, der User-Benutzbarkeit macht. Okay, wie geht das? Runter oder Leertaste? Okay, so, eins nach dem anderen. Also, ich rede jetzt nicht für Simply Secure. Also, ich habe viele Sachen, zum Beispiel benutze ich oder ich rede über die Mediashow und hier rede ich hauptsächlich darüber, wie ich mit unterschiedlichen Werkzeugentwicklern rede. Außerdem sollte ich sagen, ich komme aus dem südlichen Kalifornien, also rede ich sehr schnell und wenn Sie sehen, dass ich sehr schnell rede, zeigen Sie mir, dass ich langsamer reden soll. Ich versuche, so langsam zu reden wie möglich. Ich vermute, dass viele von Ihnen hier sind, weil Sie Leuten helfen wollen zu verschlüsseln. Also, wer möchte hier Leuten helfen zu verschlüsseln? Wer hier möchte an einem Verschlüsselungstool arbeiten? So, ein paar machen das. Und ich würde Ihnen empfehlen, es nicht zu tun. Was ich wirklich machen möchte, entwickelt kein neues Werkzeug. Was wir zu vieles haben in Open Source Tools, für Sicherheits Open Source Tools, sind zu viele kleine Teams, die einzeln arbeiten. Wir brauchen nicht einzelne Kämpfer zu sein. Versucht mit existierenden Projekten zu helfen. Und auch wenn Sie hier sind, weil Sie Ihre eigenen Sachen zu verschlüsseln wollen, gehen Sie woanders hin zu Verschlüsselungsworkshops. Da gibt es sicherlich Leute, die Ihnen dabei helfen können. Und jetzt, wo ich mit einer Reihe von Tool-Bildern geredet habe, gibt es eine Reihe von Problemen, die die Entwickler die Entscheidungen müssen. Zum Beispiel, wie einfach die Tools zu benutzbar sind. Also, ich hasse diesen Satz, aber das Perfektionistische ist der Angreifer vom Guten. Also, sie versuchen, die möglichst perfekte Sachen zu machen, aber es wird nicht mal gut. Zum Beispiel ist die Frage, sollen Experten auch unterstützt werden, aber dafür die normalen Benutzer nicht. Also die meisten Tools werde ich jetzt nicht sagen, wie gut sie funktionieren sind. Aber hier ist das Werkzeug, die sagen, hey, wir wollen eine Alternative für Dropbox sein. Und hier sind das nur Konfigurationsdateien. Hier muss die Konfigurationsdatei verändert werden. Und man darf nicht, und das ist relativ kompliziert. Und wenn man zu nur irgendwas reinkopiert, dann kann aus Versehen die ganze Datei zerstört werden. Und in diesem Fall soll man versuchen, dass Benutzer möglichst wenig Fehler machen können. Nicht ist nur die Konfigurationsdatei zu viel Informationen drin,
aber der Benutzer muss auch zwischen diesem Datei und einem Webbrowser hin und her springen und das ist für viele Leute sehr kompliziert. Also das ist gut für Experten, die sagen wollen, hey, ich möchte hier darüber reden, wie lang der Timeout ist oder wie viele Server nicht reden müssen. Aber der normale Benutzer muss das nicht haben. Das Wichtigste ist für alle Benutzer, ist viele diese Sachen tief in einem Menü zu verstecken, aber nicht, dass das hier das ist, mit dem Leute interagieren. Ähnlich ist auch noch das Problem, einen Punkt zu finden, wo sie man Leute Sachen beibringt und wo es wirklich funktioniert. Also zum Beispiel Tactical Tech ist hier, die reden darüber, wie einfach Kommunikation ist. IFF hat Sicherheitslevel up, macht sehr große Sachen darüber, wie wir uns beizubringen, wie wir anderen Leuten Sachen beibringen können. Und die sind toll. Crypto Party ist auch toll, aber ich habe das Angst, dass Crypto Partys, ich weiß, die versuchen, Leute dazu bringen, Verschlüsselungen zu benutzen und auch zukünftig. Also ich hoffe, dass sie ihre Nachricht zu anderen Leuten weiterbringen. Viele dieser Informationen sind darüber, was Leute die ganze Zeit benutzen. Also zum Beispiel das iPhone. Es hat nur einen Knopf. Du drückst drauf und das ist das Einzige, was passiert. Ein Benutzer wollen heutzutage nicht mehr einen kompletten Kurs belegen, nur um rauszukriegen, wie es funktioniert. Also wir bitten Leute, eine große Menge zu lernen, bevor sie diese Werkzeuge benutzen können. Darum werden diese Werkzeuge auch weniger häufig benutzt. Also lass mich auch schauen. Etwas, was Entwickler benutzen können, ist Grafiken zu benutzen, um Sachen zu erklären und nicht nur Text schreiben. Also eins, was ein Entwickler gesagt hat, ist, mehr Optionen ist kein Problem. Es ist das größte Problem. Es ist keine Option. Und jedes einzelne Wort macht das Ganze komplizierter. Jedes Mal, wenn man etwas ausschreiben muss, kann jedes Wort die Menschen verwirren. Also schreiben und editieren muss man wirklich drüber nachdenken. Je mehr man Leute beibringen muss, desto schwerer ist es für sie, die Komponente einfach zu benutzen. Hier ist wieder eine Option, die zu einfach sind oder zu kompliziert sind. Und vor kurzem kam ein Journalist, der sagt, hey, helf mir, das hier zu verschlüsseln. Dann habe ich ihn zuerst zu CryptoCat genommen, weil das sehr einfach ist. Oder ich benutze eine andere App und das ist der Wizard, der jeder Benutzer durchgehen muss, um eine SIP-Kommunikation zu machen. Das ist sehr kompliziert. Ideale Sicherheit ins Gegen von benutzbarer Sicherheit. Also zum Beispiel viele Leute arbeiten gegen bestimmte Angreifermodelle. Also entweder man arbeitet gegen den israelischen Geheimdienst oder man arbeitet gegen viel kleinere Angreifer. Eins der Produkte ist, wir sind haben sehr große Angst davor, dass der Angreifer sieht, wo der Benutzer das macht. Also die große Aufwand, die ein Benutzer machen muss, einfach nur ein Passwort einzugeben, ist viel komplizierter und darum werden Benutzer da viel früher aufgeben. Ich musste auch Leuten sagen, hey, ist wichtig, dass Leute dieses Zertifikat von einem VPN sehen und ich habe mit vielen darüber geredet, die VPNs benutzen oder VPN laufen, ist, die schauen auch nicht auf die Zertifikate, die sind einfach da, aber Benutzer sind einfach noch nicht da, wo wir darüber denken, wie Angriffe funktionieren. Natürlich ist es sinnvoll, das Zertifikate anzuzeigen, aber das ist weiter unten. Eine andere Sache ist, alles schön anzuzeigen. Okay, ich habe jetzt erst gesagt, lasst uns auf die Metriken schauen, wie Benutzer das machen. Wir haben aber keine Metriken, weil sonst die Benutzerdaten rausgehen. Aber wie ChatSecure, wenn sie in einem App Store sind, dann wird dort Daten gesammelt. Werden dort Daten ganz einfach gesammelt. Zum Beispiel hier sind die Daten von Türkei und Belarus. Und ich wollte die benutzen, um zu schauen, ob unterschiedliche Events eine Vergrößerung der Download
Zahlen sind. Also in der Türkei, hier ist die blaue, anscheinend hat die Türkei die Proteste dazu geführt, dass Leute mehr sicher runterladen. Aber in der Ukraine ist kein, in blau dahinter, ist einfach keine Effekt. Und ja, dann ist halt die Frage, warum ist es in der Türkei passiert und nicht in der Ukraine? Und in Belarus sind aber die Zahlen so klein, dass es potenziell möglich ist, die einzelnen Benutzer zuzuordnen. Es ist auch wichtig, zu den Benutzern zu reden und mit denen zu sagen, wie sie das erfahren. Und die sagten, hey, wir denken, dass sie Daten sammeln, um zu sehen, wie die Produkte funktionieren. Und andere haben darüber geredet, Second News, die mit Bloggern geredet haben in Vietnam, die mit Gefängnis rechnen, die dort gegen das Regime geredet haben. Und der Journalist sagt zum Blogger, ja, wir geben Facebook unsere gesamten Daten. Warum würden wir das nicht machen? Sollen wir Facebook nicht vertrauen? Wir arbeiten mit Facebook, also müssen wir mit denen darüber machen. Also wir müssen mit Benutzern reden, was für Sicherheitsprobleme sie haben und wovor sie Angst haben. Und eine Sache über diese Werkzeuge, die wir benutzen, ist, haben wir große Teams. Es gab zum Beispiel das eine Team, ihr solltet das hier machen, ihr solltet das einfacher machen. Und die dann, wir sind nicht Google, wir sind nicht fair. Nein, ehrlich gesagt habe ich sie mit MailPal verglichen und MailPal sind so drei Leute. MailPal ist ein Team von drei Leuten und deren Interface ist sehr neu und sehr gut und ich habe es verwechselt mit dem Interface von Google. Also es ist nicht unbedingt über die Größe von Teams, wie viele Leute dort mitarbeiten, sondern wo man Zeit reintut, wo man seine Zeit reinsteckt. Das Team, was gesagt darüber beschwert hat, dass man nichts ist wie Google, ist, haben 11 Leute, aber sie konnten kein schönes Team, kein schönes Interface haben. Aber es war einfach keine Leute da, die dort drin spezialisiert waren oder die sich dafür benutzt haben. Also wenn man eine Person hat, die speziell dafür arbeitet, ist Benutzerinterface zu machen, dann ist das Benutzerinterface häufig sehr viel schöner. Wenn man nur, häufig haben wir nur ein oder zwei Entwickler dabei haben, in die wir Gruppen haben. Und ja, manchmal hat man Probleme, obwohl man nur so wenige Entwickler hat. Das ist eins der wichtigsten Sachen. Gute Projekte, also benutzbare Projekte, schauen, was die Benutzer machen und sie hören den Benutzern gut zu und früh und die ganze Zeit und häufig. Was Sie hier sehen, ist StoryMaker, das ist ein Tool, das hat die ganzen Interfaces ausgedruckt und sie haben viele Leute oder potenzielle Benutzer eingeladen und sagen, hey, wie, das ist so kompliziert und das ist komisch oder warum haben wir keinen Knopf hierfür? Und das ist die eine Möglichkeit, das Feedback zu kriegen und das ist relativ einfach. Benutzer müssen nicht unbedingt sagen, wer sie sind, um diese Notizen dort anzubringen. Und es ist sehr einfach für Benutzer zu kommentieren darüber, was wirklich passiert. Es gibt viele Tools darüber. Und außer, benutzt keine Mailinglisten, also ich verstehe nicht, warum manche Entwickler, die sagen, hey, ja, wir hören bei Usern, wir haben eine Mailingliste. Aber das ist, man muss Leute bitten, dass man die ganze Zeit bei denen zuhören muss und die sie nicht mitkriegen oder das meiste nicht verstehen. Es gibt einen Entwickler, der die ganze Zeit darüber jammert, wie der eine Benutzer in dieser einen Ecke eine Möglichkeit auf dem Raspberry Pi haben muss. Und da der ist einfach zu laut, der springt die ganzen Leute, die gar nicht sicher sind. Oder wo sie Angst haben, dass ihr eigenes Problem ist. Also häufigerweise denken Leute, dass ihr eigenes Problem ist. Und wenn das ganze Problem, die ganze Diskussion nur darüber ist, perfekte Forward Secrecy, also perfekte Kryptographie ist, dann hören Leute einfach nicht mehr zu. Also eine weitere Sache ist, wie man den Benutzern redet. Nur wenige Entwickler sagen, sie
arbeiten mit Benutzern, bevor sie die Entwicklung anfangen. In der Regel weiß man gar nicht, was die Leute suchen. Vielleicht brauchen Leute nicht bessere Verschlüsselung, sondern sie brauchen bessere Hilfe mit ihrer E-Mail, mit ihrem Facebook oder mit ihrem Handy. Man muss halt mit Leuten reden, bevor man anfängt zu entwickeln. Wir reden auch mit Entwicklern und man muss auch danach mit den Benutzern reden. Das müssen auch Open-Source-Benutzer dran denken, neu mit Benutzern zu reden. Und andere Entwickler zählen nicht. Auch auf GitHub, das reicht nicht. Da hat man nur Benutzer, die wirklich schon mit der Technik sich auskennen. Große Probleme kriegt man da nicht mit. Okay, noch ein Problem, was wir nicht sehen, ist gute Pattern zu benutzen. Das ist wieder ein Tool, was ich nicht weiß. Weiß nicht, warum dieses Interface so weit ist und so komisch aussieht, aber diese komischen, die aussehen wie eine Nummer oder eine Adresse. Wenn man Nummern oder Adressen bittet, dann ist es sehr kompliziert. Letztes Jahr hatte ich Voice Tools ausprobiert und viele waren, dass Telefonnummern einfach problematisch waren. Aber wenn man Leuten die Möglichkeit gibt, eine Telefonnummer einzugeben, dann könnte es sein, dass eine unsichere Kommunikation möglich ist. Also in diesem Fall sollte man nichts als eigene Interface machen. Es gibt Vorbilder von zum Beispiel OS X oder Android oder wahrscheinlich auch von Google, die sagen, hey, wenn ihr designt, bitte macht dies, benutzt diese Farbe, macht diese Abstände. Die sind gratis, man muss dafür nicht bezahlen. Einfach suchen, hier ist eine URL, aber es gibt woanders auch noch weitere mit der URLs. Und das Interface, was hier ist, was man aber nicht wirklich sehen kann, da ist so ein komischer oranger Knopf unten in der Mitte. Was tut dieser Knopf? Hat irgendjemand eine Ahnung? Ja. Es holt die Tastatur. Ich glaube, es macht es nicht. Es ist irgendwas ganz anderes. Und was wir hier machen, wenn wir ein Standard-Design-Element benutzen, dann haben andere schon die Fehler gemacht. Und dann kann man darüber lernen, was andere schon falsch gemacht haben. Und es gibt viel Wissen darüber, wie man Interfaces oder Benutzerinterfaces benutzt. Man sollte auf keinen Fall seine eigene Kryptografie machen. Man sollte das nicht einfach in... Also, benutzt die Kryptografie von anderen Leuten. Sucht andere Leute, macht keine Tools alleine. Sucht Benutzer, die anders sind, schaut ihnen zu, wie sie diese Software benutzen. Also das Zuschauen ist wichtiger als Fragen zu stellen. Aber hört ihnen zu und stoppt sie nicht, brecht sie nicht ab. Die wichtigste Sache ist zu fragen, wo sind Benutzer, wo ist der Benutzer kompliziert? Was ist, also unterbricht sie da nicht. Wenn Benutzer Fehler machen, schaut ihnen zu und unterbrecht nicht. Wir haben jetzt gerade einen anderen Entwickler gemacht, wo der Entwickler zuschauen konnte, wie der Benutzer das Produkt entwickelt. Aber er konnte dem Benutzer nicht Hinweise geben und darum konnte er sehen, wie der Benutzer das falsch macht. Wenn ich sage, schaut Leuten zu, benutzt keine Fokusgruppen. Wenn er sagt, Soft Science sind einfach nicht, also Behavioral, wie Leute reagieren, ist Soft. Dann sind das einfach häufig nur Leute, die mit Leuten reden. Das ist eine Sache, die man vermeiden sollte. Im Allgemeinen sollte man aufpassen, wenn man Sozialwissenschaften Untersuchungen verfolgt, muss man die Leute fragen, was sie tun. Sie werden dir sagen, was sie wollen. Es ist besser, als sie ständig zu fragen. Man sollte die Leute beobachten und schauen, was sie tun. Das habe ich letztes Mal 2014 bei Hope erzählt. Okay, gut.
wo finde ich jetzt diese Leute, mit denen ich sprechen soll? Was gut ist, funktioniert, sind Bibliotheken. In den USA findet man immer Leute, mit denen man sprechen kann. Die sind immer interessiert und hören zu. Und sie arbeiten mit Leuten. Nichtregierungsorganisation menschliche Rechte, redet mit denen. Also es ist relativ einfach, denen zu erklären, warum die Leute, die arbeitslos sind, die Kaffee in Cafés, das sind nette Leute und das ist eine ziemlich coole Sache. Journalisten sind already interviewed one person or worked with one person, say to them, I'm sorry, go back. Oh, now we're totally gone. What happened? It knew I was going. There we go. Okay. Okay. Don't ask your family and friends. There's this thing called biasing of network effects. You're going to end up hearing things. You're not going to hear from as a range of people if you ask your family and your friends. Watch what questions you ask. If you ask how often do you encounter blocked websites, what you hear back, what you're expecting is that people know that things are being blocked, right? So don't do that. Ask, do you think you're being blocked? Don't ask, do you encrypt? People may not know what that means. Ask, how do you protect your privacy? Don't ask, how do you face censorship? If you're talking to people in China, especially, I had somebody get up and walk across the room without even talking to me anymore. Yeah, he couldn't even be seen with somebody who was talking about censorship. So, yeah, that's pro tip. Er könnte nicht mal gezeigt werden mit jemandem, der Zensur gelitten hat. Geht von generischen Fragen zu spezifischen Sprachen. Es gibt diesen, ein Ding von einem Festival in Valencia. Und das sind die Leute, die von Enigmail. Sie haben nur die Leute, die mit Enigmail gearbeitet haben. Und der kam und er hat einfach mit Leute, die Aktivisten trainieren. Und die Leute haben gesagt, vielen Dank, ihr habt meinen Freund, ihr habt meine Familie gerettet. Das ist wirklich richtig, wir brauchen das. Und der Mann hat gemeint, ja, ich habe mehr gelernt in 5 Jahren, in dem ich die Leute mit geredet habe, als mit die 5 Jahre auf dieser Mailinglist. Und das ist schlecht, weil es gibt sehr wichtige Probleme und es gibt dieses Typ und der macht tatsächlich er programmiert, aber er fühlt sich komisch, aber er fühlt sich, es ist gut und deswegen ist es okay, dass er sich komisch fühlt. Wir haben manche Personen entwickelt, das sind idealisierte Lösungen, zum Beispiel LGBT-Aktivisten, Menschenrechtsaktivisten, Journalisten in Vietnam, guckt mal auf diese Seite, das ist Open Source, nutzt das. Weitere Sache ist, es gibt was nutzt die Tibet-Leute, was brauchen die Leute in Vietnam? Ist das Feedback, das ich gerade höre? Okay, bevor ihr Werkzeuge baut, fragt die Leute, was sie brauchen. Baut nichts, das sie nicht brauchen. Testet schnell und oft mit Leuten. Vielleicht funktioniert das nicht, aber einfach ein Bild von dem GUI-Oberfläche und das wird und guckt mal, ob ihr damit arbeiten könnt. Wenn ihr eine Idee für ein Projekt habt, arbeitet nicht allein. Geht zur Designer, zum Beispiel Dribbble oder es gibt weitere Plätze, wo man das findet. Es gibt packt in die Konfiguration in einem Menü. Versucht irgendwelchen Matrix zu bekommen und kommt zu uns, zu Simply Secure. Wir helfen Leute und wir würden uns freuen, euch zu helfen. Und ja, Cloud von Kapitalisten. Applaus. So, haben wir Zeit für eine Frage? Nein. Okay. In den letzten 5 Minuten, ich will mal reden, warum Open Source und Free Software, das wir geschrieben haben, warum es nicht so viel, warum wir keine sichere Kommunikationssoftware haben und warum diese Leute
lieben nutzen Sachen von Software, von Startups oder große Firmen und nicht von unserem. Und deswegen ist es wichtig, die die Ideen und die Techniken von Kapitalisten zu klauen, weil sie haben Methoden, und um ein Software wirken zu lassen, die wir brauchen. Zum Beispiel diese Startup-Techniken. Vielleicht ist es komisch, aber die sind definitiv unterschiedlich von wie wir in der Community entwickeln. Aber ich glaube, dass das sind die Gründe, warum wir verlieren. Wenn es zwei Sorten von Software, die entwickelt werden, und man denkt, okay, was müsste ich machen, und es wird entwickelt. Und wir haben eine andere Sorte Software, wo die Leute wirklich, okay, wie tue ich, dass es benutzt wird? Auch wenn diese Software nicht so super ist, sie werden auf jeden Fall sehr gut sein, um die Menschen dafür zu bekommen, die Nutzer zu bekommen. Deswegen, die meisten Leute nutzen Google. Es ist sehr gut, also Google ist sehr, sehr gut, damit die Leute das nutzen, um neue Benutzer zu bekommen. Und als Entwickler, wenn wir wollen, dass nicht Entwickler unsere Software nutzen, dann denkt nicht an eure eigenen Probleme, sondern die von den anderen. Für Open Source Software, für Software, die das ist super. Für Sachen, die für andere Gigs sind, das funktioniert. Aber wir brauchen sehr viele Leute, die das nutzen, und deswegen muss es sehr breitflächig sein. Und deswegen, wir brauchen Werkzeuge, die nicht nur wenige Leute nutzen können. Wir müssen Sachen bauen, die Menschen nutzen können und dass sie lieben, dass sie nutzen wollen. Und man das nicht, indem man eine große Vision hat wie Steve Jobs. Steve Jobs hat Techniken verwendet. Und ja, ihr solltet diesen ganzen Startup-Kacke lernen. Also diesen Ideen, wie man der Marketing macht, das ist alles sehr, sehr, ja, komisch für uns. Aber die Idee, Feedback zu bekommen und lernen und iterieren, basierend auf die Nutzung, das muss auch von uns, wir müssen es auch machen. Wir kennen diese schwierigen Probleme, und wir werden ein paar Jahre nutzen, um das zu entwickeln. Ah, Lieb zum Beispiel macht das, aber sie haben ihre Hauptprobleme, und dann arbeiten sie an das Problem zu lösen. Und hoffentlich haben sie das richtige Dinge entwickelt. Aber sie hätten vielleicht die Leute fragen. Sie hätten lernen müssen, ob sie wirklich auf den richtigen Weg sind, bevor sie überhaupt versuchen, bevor sie einen Code schreiben. Und das ist, in der Startup, es geht alles auf mit Geld, und deswegen gucken sie, dass sie sehr schnell damit sind, weil ansonsten haben sie kein Geld mehr und sie sind tot. Es gibt diesen sogenannten Growth Hacking, wie bekomme ich neue Benutzer, und wie mache ich, dass sie tatsächlich weiterhin, dass diese Menschen meine Software weiter verwenden. Und in Open Source, wir denken nicht daran. Wir haben einfach Software, wir knallen das auf den Tisch und es wird geil sein und die Leute werden das nutzen. Und es funktioniert einfach nicht so. Und wenn wir unsichere Software haben, die aber sehr, sehr gut, um neue Benutzer zu bekommen, dann wird das jedes Mal die super-duper Technologie, die kein User nutzt, die allerdings dessen User egal sind, dann es wird keiner nutzen. Es ist egal, ob wir alle Probleme lösen. Wenn die Leute das nicht nutzen, wenn sie das nicht verwenden, gucken und sagen euch auch Freunde Bescheid, die Sicherheitsaspekte ist völlig egal. Wenn wir der Benutzeranzahl vergrößern können. Wir müssen auch schnell lernen. Und wir müssen neue Methoden, Software zu entwickeln. Man lernt in Stunden, nicht in Jahren. Wenn ein Startup eine Software schreibt, sie schreiben eine Seite und die machen dann Site-Up. Zum Beispiel,
aber sie haben den Software noch nicht. Sie gucken nur, ob es schon funktioniert. Dropbox, die erste Sache, die das Dropbox gemacht hat, Dropbox existierte nicht, aber sie haben einfach ein Video veröffentlicht. Und die haben einfach ein Video gepostet, was es sein soll, und die ganze Leute und die eine Leute sind sind hingegangen und die Benutzer haben diese Sachen sich erst anschauen können, noch gar nicht anschauen können. Die Sicherheitsentwicklungsleute haben viele Leute, die viel Software schreiben, aber nie rauskriegen, wie man Leute dazu bringt, es zu benutzen. Das Spiel, wie man Software benutzt kriegt, ist, wie man es um diesen Kreis so schnell wie möglich macht. Also die Idee ist, entwickeln und dann neu rauskriegen, wie es benutzt wird. Wenn man ein Jahr lang braucht, um so einen Kreislauf zu machen, verliert man ein Jahr gegenüber Leuten, die nur einen Tag dazu brauchen. Wir müssen rauskriegen, wie man das sehr schnell hinkriegt. Wir müssen alles ausprobieren. Wir müssen jeden Aspekt unserer Software ausprobieren. Jedes Feature, das wir reinbauen, müssen wir so kriegen, dass es in einem Punkt ausprobiert ist. Also wir müssen rauskriegen, wenn wir das ganze Knöpfe lila machen, ist es besser oder ist es schlechter? Also wir müssen rauskriegen, ob in jedem einzelnen Punkt ist das besser oder ist das schlechter? Kriegen wir, wenn wir keine neue Option Update haben, ist Facebook weiß nicht, wie die neue Plattform ist, weil jeder Entwickler nur ein Update für eine kleine Gruppe von Benutzern veröffentlicht. Und so sagen sie die Sachen, hey, versuchen wir 10 Millionen Sachen jeden Tag aus, um zu schauen, wie unsere Software besser wird. Und wir aus draußen überhaupt nicht darüber nachdenken, dann werden wir nie Software schreiben, die richtig ist. Solange wir nicht darüber nachdenken, wie wird die Software in jedem Punkt besser, immer wenn wir darüber nachdenken, dann kann es immer noch eine gute Software sein, aber sie wird nie von Leuten benutzt werden. Sichere E-Mail-Protokollen müssen benutzbar gemacht werden, müssen benutzt werden, ansonsten macht es keinen Sinn, sie zu schreiben. Das Letzte, worüber ich reden möchte, ist etwas sehr wichtig ist in Startups-Community, ist Pirate-Metriken. Das ist eine sehr einfache Idee, wie man Benutzer kriegt. Es ist eine sehr einfache Version davon. Ist für jeden, der die Software benutzt, brauchen wir diesen Benutzer kriegen. Wir müssen ihn zu unserer Seite haben, wir müssen ihn aktivieren. Das heißt, wir müssen sagen, er muss die Software erstellen oder runterladen. Wir müssen ihn behalten. Wir müssen Geld von ihm machen, weil es ist Startup-Welt, da muss man Geld davon machen. Wir können das ändern. Wir müssen nur diese Leute die Software zu benutzen. Und dann müssen wir sie dazu kriegen, andere Leute in diese Software einzuladen, diese Software zu andere Leute zu benutzen. Und danach können wir Leute nachverfolgen. Bei jedem Protokollprodukt, wo wir die Massenadoption haben wollen, müssen wir diese Sachen benutzen. Wir müssen schauen, wie viele Prozent der Leute benutzen die Software und wie viele Benutzer bringen Leute dazu, andere Leute diese Software auch zu benutzen. Es ist also dieses Rennen, das wir haben zwischen unterschiedlichen Anwendungen, sichere Kommunikation, müssen wir dieses Rennen gewinnen. Und im Moment werden wir dieses Rennen nicht gewinnen. Halt, im Moment haben wir diese ganzen unterschiedlichen Projekte, die sehr gute Leute, die sehr mutig daran kämpfen, aber wir lernen nicht schnell. Wir versuchen nur, wir gehen einfach so mit, aber solange das so passiert, werden wir keine bessere Software bauen, wenn die Leute immer noch die unsicheren Alternativen benutzen. Okay, wenn wir das machen, wenn wir darüber nachdenken, dann gibt es sehr viele einfache Möglichkeiten zu gewinnen. Viele einfache Möglichkeiten, um die Software schneller zu Benutzung zu kriegen. Und ich möchte jetzt einfach mich bei euch bedanken. Also vielen Dank. Wir haben noch wenige Minuten für Fragen und Antworten. Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, bitte starten Sie zu den Mikrofonen, wenn Sie früher gehen wollen. Bitte machen Sie das leise. Okay, noch irgendwelche Fragen?
Also da drüben, die eine mit dem blauen T-Shirt. Entschuldigung. Ja. Hallo, ich habe eine Frage über die Nutzbarkeit. Gibt es da etwas, was man im Camp machen kann, um da etwas mehr Übung zu bekommen, über die Möglichkeit, das benutzerfreundlich zu machen? Und die zweite Frage ist, wie kann man helfen den Leuten, dass sie mehr produktiv werden, damit sie das lernen können? Weil es ist was ganz anderes, als zu programmieren, also die Technik zu verstehen, aber eben einfach die Dinge benutzerfreundlich zu gestalten. Oh. Ja, ich werde gehen und wenn Leute wollen, dass ich mal ihre Sachen anschaue, dann zeige ich, wie man diese Benutzertesten machen kann und ich zeige, wie mein System aussieht. Das System, das ich hatte, und es gibt ein Buch Lean UX, also einfache Benutzerinterface. Da gibt es einfache Beispiele, wie man schnell weiterentwickelt. Über Interfaces. Wir haben auch ein Buch veröffentlicht, das heißt Talking to Menschen. Das ist beide darüber, wie man bessere Software entwickelt. Und ich würde euch wirklich empfehlen, das zu lesen. Wenn ihr Ideen habt oder wie ihr es wollt, dann könnt ihr uns einfach auf den Slack-Channel gehen. Und von Zeit zu Zeit reden wir da und veröffentlichen Leute da auch Ideen. Zum Beispiel den Gold-Standard-Gruppen, in Benutzbarkeitsgruppen. Und es gibt eine großartige Diskussion da. Okay, vielen Dank. Celine? Ja, das ist ein Rennen. Glauben Sie nicht, dass E-Mail schon alleine dieses Rennen verlieren werden zu anderen Kommunikationsformen und dass wir vielleicht mehr zu neuen Kommunikationsformen, dass wir andere Kommunikationsformen verbessern müssen, anstelle einfach nur E-Mail zu benutzen? Also, ja, ich versuche diese Frage zu beantworten, so recht schnell. Es ist sehr möglich, sehr wahrscheinlich und ich hoffe sehr, dass es in 4 Jahren ich wiederkomme zum Chaos Communication Camp und alle benutzen end-to-end verschlüsseltes Nach-E-Mail-Signal oder wie auch immer diese Software heißt. Aber Leute benutzen weiterhin E-Mail und die Grundleute weiterhin E-Mails benutzen, obwohl Leute langsam in die Silos wie zum Beispiel Gmail oder so weiter gesaugt werden, die immer noch E-Mail sind, gibt es eine Art, dass E-Mail immer noch eine Grundlage von Interbenutzbarkeit ist. Ich kann Ihnen immer noch von YouTube zu Yahoo eine Information schicken, aber die gibt es nicht bei Nach-E-Mail-Kommunikation oder alles andere, was nach E-Mail kommt. Und bis wir dahin kommen, und ich rede über einen Standardkörper, und ich hoffe, dass die zu uns kommen und uns dabei helfen, glaube ich nicht, dass wir große Benutzbarkeit von E-Mails haben. Also bevor wir eine benutzbare End-to-End-E-Mail haben, ist die Wahrscheinlichkeit eher, dass wir auf eine Art von unsicheren Facebook-E-Mail-Messenger setzen und wir einfach nur darauf hoffen, dass Mark Zuckerberg die Sachen verbessert. Wir werden in Richtung von diesen Silos gehen. Und das ist, weil es da ganz einfach einfacher wird. Und noch ein weiterer Punkt über Trends. Das einzige, ein weiteres Problem, warum wir E-Mails immer noch in Firmen haben, ist, dass Firmen einfach groß sind und sehr langsam ändern. Und eine andere Sache, die sehr groß ist, ist China. Und in China gibt es keine E-Mail. Und es ist interessant, inwieweit das auch in hier und dass in China mehr Firmen kommen, ist auch, also. Die andere Frage ist, ob wir alle QQ benutzen sollen, das ein chinesischer Instant Messenger ist. So, over to you. Just. Und zwei weitere Fragen. Die erste. Die Frage ist, wie kann ich jetzt mit Ihnen in Kontakt treten? Wo fange ich an? Ich bringe nochmal die Folie.
Einen Moment bitte, dauert kurz. Zurück zur Piratenmetrik. Es geht noch weiter hoch. Die erste Folie. So, da sieht man jetzt nochmal, da sieht man uns und da sind auch die E-Mail-Adressen, die ich jetzt aber nicht sagen kann, alle. Bitte jetzt noch der eine im roten T-Shirt. Frage, eine kurze Frage habe ich. Entwickelt ihr Open-Source-Projekte selbst oder was machen Sie genau? Können Sie die Frage bitte nochmal wiederholen? Meine Frage ist, ihr sagtet, redet mit den Nutzern, bevor man überhaupt anfängt. Und meine Frage ist jetzt, da ist das Problem, da vergisst man etwas die Idee hinter den Open-Source-Projekten, dass man einfach mal anfängt, weil man eine Sache gut findet und nicht unbedingt, um es unter die Leute zu bringen. Ja, es ist so, also wir reden mit den Usern über unsere Tools. Vielen Dank, das war's. Bitte noch ein weiteres Mal Applaus für die Speaker. Dankeschön.